Heute sehen wir uns mal den Grünspecht an. Mit dieser lassoartigen Bewegung lockt der Grünspecht Weibchen an. Man hat herausgefunden, je länger die Zunge, desto attraktiver der Grünspecht. Zu finden sind diese Vögel leider nur noch an zwei Orten auf der Erde, der nördlichen und der südlichen Hemisphäre. Eier legt der Grünspecht nicht in ein Nest, sondern hängt diese an Sträuchern ab, wie man hier schön sehen kann. Der Ruf des Zweiflüglers ist umstritten. Gärtner danken ihm, da er im Jahr um die 80.000 Ameisen vertilgt. Insektenschützer aber sehen in ihm einen Massenmörder.